einen ganz neuen Versuch und zwar ein Live-Video und die Jolina macht mal das WM-Orakel. Gell? Ja. Und zwar haben wir hier ja die tolle Playmobil-Arena und die habe ich mal ein bisschen gepimpt. Sieht man das? Es spielt Russland gegen Saudi-Arabien. Ich habe es da hinten auch in meiner unvergleichlich schweinischen Schrift hingeschrieben. Und das ist übrigens meine alte Kindertafel. Anno 1970, 71 oder so irgendwas. Nass. Na, ja, der ist nass, ich hatte Gewicht. So, Jolina, jetzt möchte ich mal gerne wissen, was denkst du, wer gewinnt? Sie? Ja, zeig mal, hol mal das Männchen, wo du denkst, das gewinnt. Lass das Männchen mal an den Ball treten. Weißt du, wie es geht? Ja. Guck mal, da haben wir auch den Pokal. Wir winnen. Hier, dann mach Und mal. Tipp mal das Männchen, die gewinnen. ja. Ja, okay. Dann So. lass die mal den Ball schießen. Also du glaubst, Jolina ist der Meinung, sieht man nicht, Russland gewinnt. Okay, sind wir mal gespannt. Und jetzt werden wir aber ganz vermessen. Mach mal ein Ergebnis. Zieh mal so, guck mal, da kannst du die Punkte vergeben. Guck mal, wie viel oben Russland, unten Saudi-Arabien. Was denkst du, wie viel? Kannst du ziehen, guck mal. Aber zieh eher in die Richtung. Also so viele Tore werden die nicht schießen. Ja. Ja, mach mal. Das war? Ja, da, so ziehen. Okay. So, guck mal. So. So oder so. Kannst du da ziehen. So, zieh mal, wie viel Tore schießt Russland? Denk dran, du hast gesagt, die gewinnen. Zwei Tore. Ja. Und Saudi-Arabien, wie viele Tore schießen die? Zwei. Auch zwei. Nee, die müssen weniger schießen. Schießen die eins oder gar keins? Was denkst du? Eins. Eins? Ja. Okay, stell dich mal an die Tafel. Dann verkündest du das Orakel. Das Spiel heute Russland gegen Saudi-Arabien geht aus. Russland zwei Tore, Saudi-Arabien ein Tor. Da bin ich doch aber echt mal gespannt, ob du als Fußball-Orakel taugst. Ja. Ja. So, sagst du noch Tschüss? Tschüss.